Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario Land 2. Ich bin David. Und ich bin Fabian. Tag. Und wir spielen weiter in Super Mario Land 2. 6 Golden Coins. Wir hatten im letzten Part erfolgreich die erste Coin gesammelt. Und jetzt geht's weiter. Genau, und außerdem habe ich noch ewig gebraucht für ein Level, das ich eigentlich viel besser hätte lösen müssen. Gib mir bitte die Maus. Du brauchst die Maus? Natürlich. Zum Saven. Das ist ein Argument. Oder wie die Deutschen sagen, zum Sichern. Tun die das? Nein. Aber ich sag das. Oh mein Gott, man kann die Pflanzen umbringen. Ich bin ja so, ich bin so erfreut. Ich hasse Spiele, wo man die Pflanzen nicht umbringen kann. Es gibt leider sehr viele Spiele, wo man die Pflanzen nicht umbringen kann. Das nervt. Das nervt auch. Ich hasse dich. Das nervt auch. Also, so gut du jetzt alles nervt. Genau, das wollte ich damit eigentlich sagen. Fuck. Oh, fuck, ja, okay. I don't give a fuck. Das ist nur Misshalt. Genau, es ist gescheit, keinen Fuck zu geben. Merkt euch das, Kinder. Gerade wenn ihr unter 12 seid. Das hoffe ich auch für sie. Weißt du, was ich hoffe? Ich hoffe mal, dass du dies hier mal zusammenreißt und was hier gesessen bekommst. Oder müssen wir uns erst einen Hund holen, damit da was zum Sessen... Warte, du schon wieder. Das ist das Falsche. Ist das das Richtige? Nein, das ist das ganz Falsche. Hör auf zu lachen. Das ist noch okay. Ich habe offensichtlich... Okay, ich habe nach dem letzten Level nicht gespeichert. Aua. Ja, doch. Nee. Mhm. Du bist dumm. Lass mich. Dann machst du es nochmal. Ja. Ich habe für dieses Level die komplette letzte Folge gebraucht. Ich mache mir gar keine Sorgen. Oh nein, das war nicht das Ameisenlevel. Doch. Also nein, nicht das Ameisenlevel, sondern ein anderes Ameisenlevel. Das Ganze ist die Ameisenwelt. Und das war der Punkt, wo ich dieses hübsche Item eingesammelt habe. Da habe ich mich meines Lebens erfreut. Au. So, welche Taste war das? Ich erkundige mich jetzt einfach mal davor, welche Taste das war, die ich da suche, weil so, sonst mache ich wieder alles falsch und sterbe. So. So wie letzte Folge ein paar Mal zu sehen. Verdammt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie dumm war das gerade? Spielst du auf den Nintendo-Tisch alleine, oder? Ha? Du hast dein Spielzeug bei dir, oder? Ja. Gut. Nein, Moment. Genau. Ups. Das da müsste eigentlich... auch Teil dieses Levels sein. Das war der Teil des Levels, wo da hinten ein Item war. Und ich hier. Ui, ich bin ja so toll. Ich bin toll. Merkt euch das, Kinder, ich bin toll. Für alle, die sich das jetzt nicht gemerkt haben. Okay. So. Ach ja. Warum benutze ich nicht eigentlich einfach nicht einfach mein tolles Item? So. Super. Fabian setzt Speichern ein.
Fabian setzt Wut auf Ameisen ein. Joa, nehme ich. Ha, gay. Falsch. Ach, du folgst mir. Ach, du folgst mir nicht. Was zur Hölle machst du? Sterben. Okay, super. Ploing. Du bist ja so tot. Du auch, Bro. Oder wie andere Leute sagen würden. Brudi, ey. So. Ploings. Ich habe mir gestern 3 neue Spiele gekauft. Bin sehr stolz. Und ich werde euch einfach nicht verraten, was es ist. Wenn ihr es wissen wollt, guckt die davorigen Teile an. Atlas ist dabei. Und The Forest. Und The Long Journey Home. Wenn ihr noch wissen wollt, welche Titel zu den 3 Spielen gehören, die ich mir gekauft habe, denkt scharf nach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin ja so schlau. Ich bin ja so schlau. Oh mein Gott, bin ich klug. Guck mal, ich habe gerade fast schon die Hälfte richtig gemacht von dem, was ich da getan habe. Kennt ihr diese Leute, die sich für schlau halten? Ich bin einer von denen. So ein richtig ekliges Arschloch. Das keiner leiden kann. Nicht so gut für mich, aber ist so. Nein. Hashtag Jump'n'Run Skills. Das Problem ist, das Ende von diesem Ding wird ja auch nicht angekündigt und das ist problematisch für mich. Will ich da jetzt hoch oder will ich da jetzt runter? Okay, ich hätte. Viel wichtiger ist, hätte ich da speichern sollen? Ja. Habe ich da gespeichert? Ihr wisst es. Ach komm. Ja. Ja nicht, was es für eine Herausforderung sein kann, durch eine Röhre nach oben zu gehen. Ich gebe euch einen Tipp, es ist eine große Herausforderung. Genau, diese Dudes gehen einfach weg. Ich weiß nicht, was die können, aber sie gehen. Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber sie gehen. Wohin sie gehen? Keine Ahnung. So. Genau. Nein, Second Try habe ich es geschafft. Ah, ich dachte schon. Wäre mir aber auch komisch vorgekommen. Weil ich habe noch nie in meiner gesamten Mario-Karriere einen Level First Try geschafft, glaube ich. Krass, wie häufig sind diese Items? So. Ach ja, vergleich das jetzt bitte mal mit dem ersten Part und sag mir dann, ob ich besser geworden bin. Bin der Meinung, ich bin besser geworden. Will wissen, ob korrekt. Ich weiß, das Handy gerade gar nicht im Bild. David, du hängst mir ja gerade zum Glück nicht im Bild. I know this. I'll never ever hang you in Bild.
Ist das etwa ein unsichtbarer Block? Ist es euer... Ich glaube, ja, es ist deine Mutter. Ich glaube auch, es ist immer, wenn ich denke, oh mein Gott, es ist eventuell ein unsichtbarer Block, ist es in Wirklichkeit meine Mutter. Das ist so häufig schon vorgekommen, Leute, ihr könnt das euch gar nicht vorstellen, wie oft ein unsichtbarer Block schon in Wirklichkeit meine Mutter war. Ja, das ist so oft so bei mir. Geht euch das auch so? Also mein Freund hat ja gerade völlig recht. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich meine Mutter. Ich glaube, das war genug Ironie. Das war keine Ironie. In den meisten Fällen ist ein unsichtbarer Block, wo ich mir so denke, oh, das könnte ein unsichtbarer Block sein. In Wirklichkeit meine Mutter. Das ist... What the fuck? Ja, bei mir ist es so. Ja, hä? Bei dir nicht, oder? Komisch. Die gehen einfach weg, diese Käfer. Ich weiß nicht, was die können. Was machen die? Ich habe Angst. Und jetzt arbeitet auch noch mein Freund neben dran. Es ist unfassbar. Da passieren lauter creepy Dinge. Du tust auch Arbeit. Ich arbeite nicht. Ich tue nur so. Ich arbeite gern für meinen Konzern. Das ist nicht mein Handy. Doch, mein Handy funkt nämlich nicht. Ja, meins auch nicht. Ich weiß nicht, ob dein Handy mit meinem Mikrofon kompatibel ist oder ob das umfunkt. Also, warte mal, das Funk gibt. Es gibt. Oh. So. Schon mal erwähnt, dass dieses Item leicht praktisch? Praktisch ist? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Dieser Hut ist echt praktisch. Du musst vom Mikrofon arm. So, und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und aua. Ich hätte dieses Level fast first try geschafft. Aber halt nur fast. Leck mich am Arsch und fick dich ins Knie. Du gehörst gar nicht zu meiner Family. Wer mag Uwe nicht, Kling nicht kennt, an dieser Stelle schäm dich. Aber, okay, man muss auch nicht alle Lieder von ihm kennen, aber ihr wisst, wie ich meine. Schämt euch einfach, egal wer ihr seid und was ihr könnt. Sich zu schämen ist noch nie falsch gewesen. Außer damals bei dem in Jurassic Park mit dem Prügelaffen da. Achso, nee, das war ein anderer Film. So. Ach so, ich dachte schon, ich hätte jetzt die Coins eingesammelt und könne sie nicht mehr einsammeln. Nein! Also für euch, seine Mutter hat gerade gerufen und ich habe Nein gerufen. Ich befinde diese Aktion, dieses plötzliche Nein bedurft eine Erklärung. So. Ich sollte aufhören, mich gewählt auszudrücken. Weil... Wie sollt ihr denn sonst verstehen, was ich laber? Pfloing, ihr versteht schon? Ich mach mal sowas an der Tür. Was ich hier mache, ist schlau. Ich sammle Münzen. Ich weiß noch nicht, was diese Münzen bringen. Ich
Ding 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 ding. War wird was bringen in dem Spiel? Münzen. Was können die? Es läuft ein Biberbutzelmann in meinem Haus herum. Fiedebumm. So und so. Ich bin echt besser geworden. Kann man dieses Teil eigentlich mit einem normalen Sprung holen? Ja, das kann man schon, bestimmt kann man, aber das ist mir egal. Ich muss jetzt ja nicht. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Gott. Ich sollte aufhören, oh fuck zu sagen und oh mein Gott ist. Na, okay, oh mein Gott ist okay. Oh mein Gott. Ja, okay. Oh, das Item ist komplett unnötig für diese. Im Gegenteil, ohne das Item ist es sogar einfacher. Das ist ja mal nicht zu fassen hier. Fuck. Kloing. Kloing. Okay, nee. Load Game. Ich muss das Level nochmal starten. Aber wer bis hierher durchgehalten hat, ist echt. Wer sich bis hierher alles angeguckt hat, der ist echt ein Hardcore-Fan. Gratuliere dir, Freundchen. Du bist. Hier kriegst du die Plakette. Hardcore-Fan. Nee, Spaß. Ich habe keine Plakette. Aber sonst. Hier easy, Plakette. So. Ah, mit Essen im Bauch kann man. Ich habe vergessen, dass man an dem Punkt im Level noch gar keine Feuerblume hat. Aua. Und die ist da. Die Feuerblume. Da ist sie. Ja, ja, da ist sie. Da ist sie, die Feuerblume. Da ist sie. Mein Schatz. Einfach nur, damit der Wichser mich nicht verfolgt. Einfach. Wow. Meine Intelligenz hält sich gerade aus irgendwelchen Gründen in Grenzen. So, so hätte ich das schon die ganze Zeit machen können. Einfach weitergehen. Weitergehen hier. No, ich mache das jetzt einfach ohne. Ist mir auch egal, da bin ich halt klein und hässlich. Aber vor allem auch hässlich. Ich meine, ich habe die 1,90 vor längerer Zeit schon erreicht. So klein bin ich nicht. Aber. Ihr wisst, was ich meine. In meinem Inneren bin ich klein und außerdem hässlich. Also klein und hässlich. Das lässt sich doch über mich sagen, ja. Das kann man. Okay. Mein Geist ist klein und ich bin hässlich. Also klein und hässlich. Doch, das passt eigentlich. Okay, das passt eigentlich viel zu gut. Verdammt, warum passt das so gut? Neuer Vorsatz. Ich sterbe dieses Mal nicht an diesem Punkt und sondern auch nicht an diesem, sondern an diesem. Ah, super. Hier bloing, bloing und bloing. Fröhliche, oh Gott. Fröhliche Weihnacht überall. Das Schönste an Weihnachten ist die Nachweihnachtszeit. Weil Vorweihnachtszeit ist, wie die meisten von euch ja wissen werden, fürchterlich. Das wissen, glaube ich, sämtliche Schüler und alle, die danach sind, irgendwie. Wissen, mit Vorweihnachten willst du nichts zu tun haben.
aber meine aktuelle nach Weihnachten geht voll klar. Und ich meine, du hast Geschenke, du hast Geschenke und du hast Geschenke. Hast du immer mehr. Geschenke sind toll. So, und ich werde zu dir hochspringen, wenn ich es irgendwann schaffe. Und dann bist du schon so gut wie tot. So, zum Glück für dich werde ich es nicht so bald schaffen. Du bist schon so... Du bist tatsächlich tot. Ja, okay, Pech. Das Problem ist, im Recht zu erkennen, wann man... Oh nein, es ist einfach... Es ist nicht so leicht, Leute. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Warte mal, wie funktioniert die KI von diesem Fisch? Von diesen Fischen. Fischen. Nein, das macht die Sache nicht wirklich einfacher. Komm. Nein. Oh. Die Sache ist nicht wirklich schwer, das ist das Problem. Ich habe nicht erkannt, dass die Sache nicht wirklich schwer ist und deswegen einen Haufen Dinge falsch gemacht. Ja, man kann es einfach gedrückt halten. Wer auch immer diesen Geistesblitz hatte, dass man diese Tasten einfach gedrückt halten kann. Schlaue Idee, Leute. Du Fischlurch. Aber hättest du mir auch früher sagen können, Fischlurch. Und frag jetzt bitte nicht, warum Fischlurch. Das ist doch wohl klar. Ich meine, die einen sagen YOLO und die anderen sagen halt Fischlurch. Das macht auch voll Sinn. Kloing, kloing. Oh. Ey, ich hab's Level. So. Und mir wurde soeben erklärt, dass ich auch noch Zeit für ein Level habe in dem Part. Ich bin ja so aufgeregt. Freunde, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das geht bei mir jetzt gerade echt deep, Leute. Ich bin aufgeregt, Leute. Echt jetzt. Okay, bei mir geht's gut. Keine Sorge, ich bin Profi. Ich habe Spannerplakette, ich bin Profi. Okay. Nein, wartet mal. Baby Mario kann nicht hier hochspringen. Unangenehm. Baby Mario kann da nicht hochspringen. Leute, Baby Mario kann da nicht hochspringen. Ich bin am Arsch. Das lässt sich zusammenfassend sagen. Ja, ich bin am Arsch. Floinks und... Warte mal. Ich kann nicht so höher springen? Fragezeichen. Nein, kann ich nicht. Bin ich jetzt am Arsch? Fragezeichen. Ja. Ist hier eine Höhle? Fragezeichen. Nein. Ist da eine Höhle? Fragezeichen. Auch nein. Ist da eine Höhle? Auch nein. Macht eine Höhle an dem Punkt Sinn? Auch nein. Warum zum Teufel suche ich deine Höhle? Fragezeichen. Auch keine Ahnung. So. Ach Mann. Ja. Leck mich doch am Arsch. Mir wurden gerade sehr unangenehme Bilder von mir gezeigt. Da bin ich nackt. Und. Ich habe mir erstmal Toon-Part gezeigt, die konnten auch sehen, aber nein, er ist natürlich nicht nackt. Was hast du gerade eigentlich von der Scheiße hier? Hey, in dem Splatoon-Part war ich halt zufällig nackt. Ist der dumm? Ja, warum fragst du? Von dem großen Partner, wie du bist gerade, aber nein, ist er nicht. Er redet gerade Scheiße. Wie immer, hast du das Level schon mal gemacht? Ja, nur nicht geschafft. Aber diesmal wirst du es schaffen. Nein, bist du bescheuert. Hm? Nein, bist du bescheuert, hast du mir nicht zugehört.
Dieses Level ist unmöglich als kleiner, wenn man es mit dem kleinen Mario anfängt. Das ist ein gewisses Problem. Es ist einfach unmöglich. So flöhlich. Ja, so flöhlich. Hast du jetzt ein Problem damit? Ah, oh, gut. Ne. Ich glaube, ich muss das Level davor nochmal spielen, damit es. Weil ich kann nicht hoch genug und weit genug springen. Ja. Okay. Ja. Wo sind wir denn hier? Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Okay. Genau das ist der Safe Point, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist alles, was ich wollte, je in meinem Leben. Genau. Das ist super. Warum bin ich so flöhlich? Keiner weiß es. Oh, das ist vermutlich eine Höhle dahin mit Special-Inhalten. Ich bin so schlau, Leute. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie schlau ich mir halt vorkomme. Warum bin ich so flöhlich? Keiner weiß es. Das heißt halt traurige Wahrheit hier an dieser Stelle mal, aber keiner weiß es. Warum bin ich so blödlich? Wie soll ich nur wieder groß werden? Ich bin verloren, nein. Was ich euch damit sagen wollte, ist, ich bin verloren. Warum bin ich so flöhlich? Keine Ahnung. Weil du Flöhe hast. Ja, David. Mein lustiger Gesell und Kumpane. Ist ein kleiner Wichser. Oh, da, ich will gucken, ob da eine Höhle. Da ist eine Höhle. Wenn man es Höhle nehmen möchte, dann ist da eine Höhle. So. Floing. Floing. Oh. Und Floing. Das Wichtigste bei der Aktion ist natürlich immer das Floing-Geräusch. Wenn das nicht richtig rüberkommt, ist es ganz problematisch. You see, weil wenn ich jetzt nicht Floing machen will, ich meine, ihr wisst schon, ich meine, ihr könnt euch die Folgen ja vorstellen. Das wäre natürlich eine Katastrophe auch für die Weltwirtschaft und so. Also ich meine, Europa würde da dann natürlich schon, also zumindest Europa würde halt vernichtet werden. Ihr kennt es ja. Ihr vergesst Floing zu sagen und Europa wird vernichtet. Sieht man mal, was für ein stabiles Bündnis Europa doch ist. Warum bin ich so flöhlich? Keiner weiß es halt, ne? Oh, scheiße. Ne, dieser Dummheitsgrad meinerseits ist echt was ganz Besonderes. Und auch eine Spezialität von mir natürlich. Ich wäre gerade fast gestorben bei einer Stelle, bei der es echt eine Kunst ist zu sterben. Ich frage mich, was es bringt, diese Glocken zu läuten. Diese Glocken anzufassen, was bringt einem das nur? Freude, Leute, Freude. So, Schluss mit der Anspielung.
gesagt, ne? Was? Oder auch nicht. Was machst du jetzt? Ich speichere. Die Erfahrung hat mich gelehrt. Speichern ist wichtig. Und ich bin ein Volldepp. Das hat sie mich auch gelehrt. Das ist aber gar nicht der Punkt. Darum soll es heute nicht gehen, liebe Freunde. Doch, genau. Darum sollte es zwar gehen, aber das erzähle ich euch nicht, weil das ist privat. Okay, nein, das ist nicht. Alle wissen, wie dumm ich bin. Das ist natürlich auch für mich schwer zu verkraften und... oh, fuck. Das war knapp. Komm zurück, Kumpel. Okay. Das ist lustig. Ich habe Spaß an diesem Level, weil da kann man Floings-Geräusche machen. Nein, ich will die Glocke bimmeln. Simon, die Leute, und das war's mit dem Part von Super Mario Land. Das machen wir im nächsten Part. Er hat mich begrapscht.